Mein Name ist Franz Eidenbenz, ich bin Psychologe mit Spezialgebiet Neue Medien. Herr Eidenbenz, schön, dass Sie da sind. Ist es Ihre erste Gameshow-Messe so jetzt auf Gaming bezogen? So intensiv wie jetzt habe ich es noch nie erlebt. Ich habe das sonst von weitem mitbekommen, mich immer interessiert für das Thema. Und kann man sagen, dass Gamesucht und Spielsucht, also Spielsucht jetzt Glücksspielsucht, ist das nahe beieinander? Das ist ja schon ein relativ verwandtes Thema. Es gibt grosse Unterschiede, insofern, dass Glücksspielsucht natürlich meistens massiv Geldverlust und Schulden mit sich bringt. Aber von der Abhängigkeit gibt es Ähnlichkeiten, weil jemand, der von dieser Verhaltenssucht, nennen wir das, also wo ja kein Stoffkonsum ist, sondern einfach etwas handeln, dass es ähnliche Abhängigkeiten gibt. Und wir haben auch bei den Games die sogenannten Lootboxen, wo man belohnt wird, zufällig, oder? Wie bei einem Spielautomat haben wir sehr viele Parallelen. Und das ist natürlich auch die Game-Industrie, hat das studiert, wie die Glücksspielindustrie die Leute sozusagen kann süchtig machen. Und da haben wir ähnliche Mechanismen. Und von dort her gibt es gewisse Parallelen, aber auch Unterschiede. So durchschnittlich im Jahr, wie viele Patienten betreuen Sie etwa mit einer Gamesucht? Wir haben etwa 30 bis 50 Patienten pro Jahr, die sich bei uns melden wegen so einem Thema. Und was ist so, kann man das Durchschnittsalter oder kann man das so ein bisschen sagen oder ist das breit gefächert? Das Alter ist immer weiter runtergegangen in den letzten Jahren. Früher ist das bei 15, 16 angefangen. Jetzt sind die Jüngsten sind 11. Es geht auf bis 25 Studenten und so. Aber noch zum Sagen, die melden sich nicht selber bei uns. Bei uns melden sich die Eltern, melden sich die Arbeitgeber, melden sich Partnerin. Also das ist meistens der Anfang, wo die merken zuerst, dass es jetzt etwas ist, wo man Hilfe braucht oder wo man etwas ändern sollte. Was sind denn so die Anzeichen für eine Spielsucht? Es ist dann, wenn es außer Kontrolle gerät, wenn eigentlich das Gamen zum Wichtigsten wird vor allem. Der Betroffene merkt das gar nicht unbedingt, weil er findet ja schon alles cool und ich gehe noch in die Schule oder stehe ja morgen auf. Aber die Angehörigen merken das zuerst. Meistens gehen die Schulleistungen oder die Arbeitsleistungen runter, man vernachlässigt die Freunde. Freunde rufen an, merken, hey, ist nicht mehr dabei gewesen, dann müssen wir wieder mitholen. Und dann rufen sie an und wenn einer wirklich ein Game-Problem hat, dann nachher sagt er, oh nein, ich habe schon etwas vor, ich habe schon abgemacht heute Abend. Dabei sitzt er einfach vor dem Computerspiel. Dann haben wir ein Problem. Jetzt locken ja viele Publisher und Turniere mit Preisgeld in Millionenhöhe. Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass man in eine Gamesucht abrutschen kann? Man muss natürlich wissen, das Gaming ist überhaupt populär und der grösste Teil der Gamer hat kein Problem. Der grösste Teil nutzt das wie ein Hobby, wie eine Freizeit, wie eine Abwechslung. Es kann auch entspannen nach der Schule oder irgendwie mal den Kopf voll zu haben. Und natürlich locken die Preisgelder mehr Leute an. Aber wir haben uns Gedanken gemacht, ist jetzt das schlecht, ein schlechtes Modell, oder? Jetzt kann man noch professionell werden. Und es gibt natürlich ein paar Gamer, die meinen, ja, ich muss nicht mehr in die Schule, ich bin so gut im Game, ich verdiene mal meine Millionen. Oder? Das trifft natürlich noch höchstens auf jeden Tausendsten zu, dass er dann so erfolgreich ist. Wie jeder, der vielleicht mal gefunden hat, er will Fußballprofi werden, gibt ein paar, aber das sind nur wenige. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, E-Sportler, das sind nicht die, die nächtelang vor dem Computer hocken, sich nicht mehr bewegen. Das sind die, die trainieren, die wissen genau, wir müssen noch Sport treiben, wir müssen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Wir haben Coaches, die uns helfen, zum Entspannen und wieder konzentrieren. Und das wäre eigentlich ein gutes Modell für den Freizeitgamer. Zu lernen, wir müssen diszipliniert und wie ich es auch vorher gesagt habe, vielleicht ein Zeitbudget machen. Wenn ich noch in die Schule gehen muss, wenn ich noch ein paar Aufgaben habe, wenn ich noch Freunde treffen will, wenn ich auch noch mal in den Ausgang gehen will, dann kann ich nicht 50 Stunden in der Woche gamen. Also ich habe ein Budget, vielleicht sind es 10, 20, 30 Stunden, die ich gamen kann. Und das muss ich möglichst gut einsetzen. Das wäre eigentlich das Ziel des gesunden Gamen. Und jetzt eine Spielsucht, kann man es irgendwie ein bisschen vorbeugen, dass man vielleicht da nicht reinrutscht? Gibt es da irgendwelche Tipps von Ihrer Seite? Ja, es geht genau darum, dass man am realen Leben Spass hat, dass man schaut, dass man Zeug macht, dass man auch sonst Spass hat. Es betrifft auch die Eltern. Wenn man nie Lob bekommt, nie Anerkennung, nichts zu sagen hat, dann wird es viel gefährlicher in der virtuellen Welt. Wenn man aber Spass hat, wenn man Freunde trifft und das dort genauso etwas zu sagen hat und auch mal in die Schule Erfolg hat oder auch mal privat kann in einer Gruppe sagen, hey, wir machen das und die anderen machen mit, dann ist man auf der guten Seite. Und dann ist auch das Problem, das Risiko, dass man abhängig wird, sehr, sehr klein.
Es gibt noch die Situation im Leben, jeder geratet mal in einer Krise im Leben, dann wird es ein bisschen gefährlicher. Dann braucht man eben gute Freunde, dann muss man auch wissen, es geht wieder vorbei. Zum Beispiel, wenn ein Freund im Verlag hat, kann es sein, dass man dann mehr gamet. Das darf auch mal ein paar Tage sein, aber nachher sollte man wieder auftauchen und sagen, hey, es gibt noch eine andere, es ist nicht die einzige, oder? Und es ist sowieso so, für Gamer, die nur gegamed haben, sind manchmal ein bisschen scheu oder haben es nicht gelernt. Manchmal haben sie auch Sozialphobie, also Ängste, mit Leuten zusammen zu sein. Dort üben wir auch, wie können wir mit Leuten zusammen etwas machen, dass es wieder Spass macht. Und immer dann, wenn sich so für Mädchen interessieren oder sogar eine Freundin empfindet, dann sind wir auf der guten Seite, dann ist eigentlich der grösste Teil schon gewonnen. Und wenn jetzt ein älterer Teil findet, mal mein Sohn, meine Tochter ist gamesüchtig, zeigt vielleicht die ersten Anzeichen, was haben Sie so Tipps für dich? Dann geht es ja eigentlich darum, dass überhaupt klar wird, hat er ein Problem oder nicht. Die Jugendlichen finden vielleicht eh kein Problem und die Eltern sagen, sie haben ein Problem. Was machen wir in diesem Dilemma? Wenn uns die Leute anrufen, eine Mutter, die sagt, sie, das ist grauenhaft, mein Sohn, und kommt nicht mehr zum Essen und ich schlafe nicht mehr und das ist ganz, ganz schlimm, oder? Und mein Sohn hat ein Problem, kann ich den mal vorbeibringen? Dann sage ich, Sie, Frau Müller, Sie rufen mir an. An einem Psychologen rufen wir in der Regel nicht aus Spass an, oder? Man rufen an, weil wir ein Problem haben. Sie haben doch ein Problem, im Moment mindestens. Ah, meinen Sie? Sage ich, ja, Sie haben gesagt, Sie schlafen nicht mehr gut und so weiter. Und überhaupt, auch wenn Sie finden, es ist nicht so, es wirkt am besten, wenn Sie zu Abend zu Ihrem Sohn gehen und sagen, wir haben ein Problem, wir kommen nicht mehr weiter, machen uns Sorgen um deine Zukunft. Oft sagen dann die Jugendlichen, endlich hast du es begriffen, habe ich schon immer gesagt. Aber der nächste Schritt wäre dann, wir können das Problem nicht lösen ohne dich. Und darum ist es wichtig, dass wir jetzt zusammen einen Weg suchen oder allenfalls auch Beratung, Therapie, Behandlung aufsuchen. Etwa so könnte es gehen. Und wie kann man Sie erreichen? Wie sind Ihre Kontaktdaten? Wo? Wir haben schon sehr viel zu tun. Wir suchen nicht mehr Leute. Wir haben so viele Anfragen, dass wir wirklich froh sind, wenn auch andere das machen. Und es ist auch so, wir haben Suchtpräventionsstellen, wir haben Suchtberatungsstellen, wir haben Jugendberatungsstellen, wir haben Schulsozialarbeiter in der Schule. Alles Möglichkeiten, wo man sich Unterstützung holen kann. Und da findet man auch über das Internet Kontakt oder bei der eigenen Schule. Das wäre eine Lösung. Dann danke Ihnen vielmals für die guten Worte, Herr Reitbauer, und wünsche Ihnen noch ganz gute Messe. Danke für das spannende Interview.